Hier stellt eben Netto einfach mal das Licht aus. Ja, als ob. 2 Minuten vor dem Ende, vor um 8. Ja, mal typisch. Leute, ich habe jetzt langsam die Schnauze voll hier von YouTube. Meine Videos werden einfach demonetarisiert. Ich habe es gerade versucht zu monetarisieren. Nicht für alle Werbetreibenden geeignet heißt das jetzt. Vorher hieß es immer nicht werbefreundlich. Und wenn ich das dann anklicke, dann sagt es mir, das enthält wahrscheinlich sexuell anzügliche Inhalte oder irgendwie sowas. Was habe ich denn falsch gemacht mit dem Video? Dass ich so ein Video nicht monetarisiere, ist mir klar. Aber gegen welche Richtlinien habe ich bei einem einfachen Feuerwerksvideo verstoßen? Was habe ich da falsch gemacht? Das ist alles nur irrtümlicherweise. Es kann aber jetzt nur noch überprüft werden, wenn es 1000 Aufrufe in 7 Tagen erhält. Und die erhält es nie. Damit sind mir sämtliche Einnahmen flöten gegangen, nur weil YouTube nur noch Fehler macht. Hier ist Dark Kids unter Wasser, genau dasselbe. Nicht werbefreundlich, nicht für alle Werbetreibenden geeignet. Wenn ich Überprüfung anfordere, steht dann, es kann nur überprüft werden, wenn es über 1000 Aufrufe in 7 Tagen hat. Also Leute, das wollte ich nur mal sagen. Ich habe jetzt schon 15-20% Umsatzeinbußen durch den Blödsinn hier. Und letztens sind mir gleich 10 Videos ungefähr aufgelistet worden, die angeblich nicht werbefreundlich sind, dass ich gegen irgendwelche Richtlinien verstoße. Es kann mir aber keiner sagen, was für Richtlinien das sind. Und bis jetzt habe ich immer beantragt, Überprüfung manuell beantragen. Und es hat bis jetzt, ich habe also immer Recht bekommen. Nach kurzer Zeit kam dann YouTube mit der Nachricht, dass ich Recht habe. Das Video, das war ein Fehler, das ist doch werbefreundlich. Jetzt kann man das aber neuerdings erst noch, nur noch ab 1000 Aufrufen überprüfen lassen. Und das ist der Mist. Dann hat man einfach Pech gehabt als kleiner YouTuber. Also, bis zum nächsten Mal. Das wollte ich nur gesagt haben.